Hi, willkommen zurück zu Alan Wake. Gut, wir haben jetzt eine Autounfall gebaut, zwangsläufig. Wir sind von Barry getrennt vor und haben leider unsere Knarre verloren. Das Barry! bedeutet wohl. Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way! Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine! Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch! There's no way you can climb down, though! It's like a sheer wall! Dann müssen wir wohl auch so rumgehen. Jetzt dürfte hier eigentlich kein Viecher kommen, weil wir können uns hier auch überhaupt nicht wehren. Hoffe ich doch. Al, there's something moving down here. Barry, it's a Taken. Use a flare, Barry. Yeah. Barry, are you all right? I'm good, Al. I'm great. Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Oh, noch so gut drauf. You're gonna have to find your way around to the farm, Al. I'll be waiting. Barry, Was just zur wait Hölle? For me, okay? Ich Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Okay, also hier kommt definitiv der Zug. Hoffe ich, nicht, dass so ein komischer Taken-Zug ist. Go to the farm. Wow. Okay, gut. Ja. Ach du Scheiße. Oh nee. So viel zu dem Thema, da kommt nichts bei uns. Komm her. Hierher. Komm. Oh fuck. Du sollst hier eigentlich in das Licht gehen. Ja, okay, alles klar. Hat ein bisschen gedauert, aber. So, jetzt gucken wir mal. Ob man da drin was für eine alte Hündin läuft. Nö! Abgelehnt! Das ist nur eine Manuskriptseite, darf ich die nicht ziehen? Einfach nicht. Okay, Walter at the Anderson Farm. When he stopped the car at the Anderson Farm, Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Okay, wer ist der Anderson? Das weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr, wer der Anderson ist. Okay, der Hünde blinkt auch was. So, machen wir uns erstmal mal hier an. Sicher ist sicher. Fuck. Eieieiei.
Ja, wütend ihr die Hunde ein bisschen rum. Ist recht. Dann muss ich jetzt eigentlich jetzt auch an den Logo oder was? Komm, Butt, komm. Nein? Okay. Alles klar. Oh fuck! So, du kannst schon ein Ding vorbei abkommen. Komm oder her ist nicht. Komm oder her. Okay, du bist jetzt eigentlich kaputt. Und der will nicht. Okay. Dort Schengele. Das war gut. So. Und ich sah noch, da kommen jetzt bestimmt keine Feinde. Das kommt da auf die scheiß Idee, dass uns ohne Möglichkeit uns aktiv so wäre. Oh fuck! Komm. Was ist zu weit? Muss ich jetzt daher, Logo? Genau, komm mal daher. Wow. Wow. Okay, eins weniger. Sehr clever. Warte nicht noch was? Nö, alles gut. Okay, nein, nichts gut. Die ist so in einem, im Gebüsch rum, Fuhrwerke. Oh, welche was. Oh fuck. Ich kann die nicht alle gar hin anlocken. Das dauert wieder viel zu lang. Lichtbomber. Ich hole mir die Motor Luft. Vielleicht finden wir was. Ja, zumindest haben wir nur eine Manuskriptseite gefunden. Nightingale rests wake. Oh. Ancient Nightingale stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. Ach du Scheiße. Was ein Arschloch. Das muss man doch gerade mal so sagen. So, was ist hier jetzt? Hier ist scheinbar ein Lichtangang. Nein, hier will ich nicht runterfallen. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Ne, wahrscheinlich eher nicht. Nee.
So, dann gucken wir mal, was wir da fabriziert haben. Okay, da ist Licht. Ah, ich glaube, ich ahne was. Hier kann man bestimmt drehen. Okay. Das ist doch schon mal gut. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Ja, das kann man so sagen. Oh, da leid was. Zumindest haben wir eine Taschenlampe. Aber überhaupt kein Flashlight. Ach, was laber ich dann? Überhaupt keine Batterie. Oh. Trust no one in the dark. Ja, ja, das wissen wir doch. Ich würde jetzt gerade jedem trauen, der daher kommt. Ich wüsste noch nicht mal, ob ich einem Barry dann trauen kann. Ist hier hin irgendwas? Ja, scheinbar. Oh ne. Ich glaube, da halte ich mich mal eher auf dem Weg. Das ist mal alles nicht geheuer. Also so überhaupt nicht. Oh fuck! Oh fuck! Was soll ich denn hier machen? Fuck! Ugh, sag mal, was soll ich denn hier machen? Da muss ich jetzt wahrscheinlich spurten. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Da habe ich jetzt wohl keine Chance. Außer, weil ich meine, da geht dann bestimmt irgendwie ein Licht an. Ja, ist hier recht. Ach ja. Was soll ich denn hier machen? Was soll ich denn hier machen? Ich habe keinen Plan. Ich kann hier nichts machen. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Also ich habe nichts zu schießen. Überhaupt nichts. Nur eine Schrottlampe. Ich muss das Ding anmachen, aber wie? Also ich muss einfach. So. Wow. Das war verdammt knapp. Muss ich auch gerade mal sagen. Okay, dann muss ich da hin rum. Das war verdammt knapp. Ich hoffe, das war ein Checkpoint, Jungs. Ellen! Oh, das ist einfach nur
gar nicht gut. Okay, aber wir sind hier. Das ist schon mal... Oh, oh, oh. Oh, Auto? A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Okay. Moment, halt ja. Fuck. Das ist Auto doch noch ganz, oder wie? Das ist verdächtig, das Tor. Okay. Hätte hier sonst schon irgendwas? Kann ich die Lampe mitnehmen? Oh, ja, ja, genau. Lieber das Ding da. Das ist schon mal. Huiuiui, das hat schon mal ein bisschen. Bisschen größerer Radius. Nur ohne Knarre. Ist das suboptimal. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Das war doch sowas nicht. Ja, da brauche ich die Batterien dazu. Bemühe, hopp, komm, dauert zwar ein bisschen länger, aber durch. Hätte hier durchkriege. Wenn er ein bisschen sportlicher wäre, unser Alan. Ein Checkpoint. Ach du Sche. Oh fuck. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Okay. Ich habe irgendwie Angst, um zu gucken. It's a dark presence at large. The dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chained to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. Ja, okay, also... Das Böse versucht die Story so zu lenken, die du geschrieben hast, dass es hier in den Kram passt. Ja, wollen wir das halt nicht. Ich hab Flares. Oh, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Fuck. Oh fuck, das war's. Ich mag das alles nicht. Licht. Licht mag ich. Nicht mag ich. Aber sowas von. Checkpoint reached. Finde ich gut. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Ja, okay. Dann würde ich fast sagen, da wir hier mit Checkpoint waren und gerade die Katz an der Idee rumort. The Taken are filled with darkness. Wissen wir, machen wir einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin dann. Bye bye.